Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Ich will noch kurz herzeigen, wie das ist mit Tonberry. Die GF haben wir uns letztes Mal geholt. Und als erstes wollen wir Stammkunde lernen, denn Stammkunde schaltet frei, dass man jeden beliebigen Shop des Spiels quasi herzaubern kann zu der aktuellen Stelle. Das heißt, das ist ganz cool, damit kann man auch einige Geldtricks machen. Die werde ich wahrscheinlich nicht machen, aber. So, wo gehen wir jetzt hin eigentlich? Ah, nicht. Nein, ich will nicht aussteigen. Hier rüber, glaube ich. Irgendwo in die Richtung. Heute werden wir weiter Chocobos fangen. Oder herauskitzeln aus den Wäldern. Und ich weiß übrigens immer noch nicht, warum die Helligkeit auf der Karte manchmal so wechselt. Das ist wirklich ortsgebunden. Ich habe keine Ahnung warum. Ah. Ein komisches Haus. Ah, da gehen wir später mal hin. Und wir wollen eigentlich hierher aussteigen und dann wieder rein. So wie immer. Den nächsten Chocobo Forest machen. Wir werden heute, glaube ich, drei machen. Oder so. Irgendwas in der Richtung. Und dann geht's weiter mit anderen Sidequests. Ja, okay. Erklärung brauchen wir natürlich nicht, wir wissen schon ungefähr, wie es funktioniert. Und ich werde versuchen, zuerst mal. Ups, nein, falscher Button. Zuerst müssen wir natürlich das Sonar ausrüsten. So, wo ist der erste? Irgendwo hier? Hier? Jawohl! Was ist der Richtige? Ah ja, das ist der Richtige. Wir sehen, jetzt sind drei kleine Chocobos da. Ups. Ja genau, wir wollen natürlich das Choco so nah haben. Und wo ist der nächste? Die Hintergrundmusik stört übrigens ziemlich stark. Ja, probieren wir es hier. Ich glaube, hier müsste es sein, ja. Noch einer. Jetzt sind vier kleine Chocobos da, wir brauchen aber eigentlich nur einen. Das heißt, einmal müssen wir noch eine Stelle finden. Irgendwo hier müsste sein. Ah, ich glaube, hier ist sie. Und dann nochmal Chocosack. Und das müsste eigentlich gewesen sein in dem Wald. Aber wo ist der Schatz verstehen? Ah, ich weiß schon wieder. Ja, okay. Jetzt einfach zum kleinen Chocobo gehen, ansprechen und die Mama kommt. Die Belohnungen, die man bekommt, übrigens, ups, nein, so nicht. Die Belohnungen, die man bekommt, sind ganz okay. So, hier. Die Belohnungen sind ganz okay, nicht übermäßig toll, aber es ist ein lustiger Sidequest, deswegen, ups. Ich wollte eigentlich den Chocosack und hier kurz mal bimmeln und dann holen wir uns einen Schatz. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es da gibt. Okay. Einen Meteorstein, einen Flarestein und einen Ultimastein. Cool. Den müssen wir jetzt eigentlich ansprechen. Müssen wir die Mutter ansprechen oder den Kleiner? Egal, schauen wir mal. Na, das ist toll. Übrigens, wenn man den Schatz findet, bleiben die Mutter-Chocobos jedes Mal im Wald drinnen. Das heißt, man kann rausgehen und reingehen und der Mutter-Chocobo ist sofort wieder da, ohne dass man ihn quasi über das kleine Minispiel holen muss. Man muss übrigens nicht mit dem Chocobo rausreiten, ich mach's nur aus Gewohnheit. So, dann steigen wir ab. Und wo geht's jetzt eigentlich hin? Moment kurz. Ich schau kurz, wo es hingeht. So, ich glaube, ich weiß schon wieder, wo es hingeht. Ungefähr zumindest. Irgendwo darüber wollen wir. Am besten am Kontinent. Ah, da müssen wir zuerst mal runter ins Wasser, glaube ich. Hoffentlich zumindest. Egal. Was wir jetzt machen wollen, ist nicht den nächsten Chocobo-Wald, sondern einen kleinen Abstecher. Und zwar, ich hoffe, ich bin da jetzt richtig. Und zwar etwas nach Osten rüber. Ah, ich glaube, ich muss darüber. Und dort werden wir eine lustige Begegnung haben. Manche würden vielleicht sogar sagen, eine Begegnung der dritten Art. Wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ich glaube, hier sind wir falsch. Können wir hier raus? Nein. Ah, aber da können wir rauf.
Das ist nämlich der nächste Sidequest, den wir immer wieder mal anreißen werden. Also hin und wieder mal machen und dann wieder mal eine Zeit lang ruhen lassen. So, hier rüber müssen wir, glaube ich, irgendwo. Und das ganz lustig. Oh, Entschuldigung, das war mein Handy. So, irgendwo hier müssen wir rauf, glaube ich. Oder da hinten irgendwo. Wir müssen nämlich hier auf den komischen langgestreckten Kontinent. Oh, da ist schon eine Wüste. Da will ich eigentlich hin. Wo geht's hier rauf? Und dann von dort aus in der Wüste etwas rumlatschen und dort am besten rumlatschen mit Gegner 0%. Dann ist es am einfachsten. Heilige Scheiße, jetzt habe ich mich total verfahren. Ja, natürlich. Ich würde gerne wissen, wer mich da mit dem Handy schon wieder so belästigt. Okay, wo geht's hier rüber? Ah, da ist der Strand. Okay. Ich brauche nur etwas nach Süden fahren. Okay, wir sind einmal durch die Kratermitte gefahren. Auch schön zu sehen. Wir waren sowieso am richtigen Kontinent. Verdammt. Okay. Gut. Hier den langgestreckten Kontinent drüber. Und was wir nachher machen wollen, also nach dem Wüsten-Szenario, glaube ich, gehen wir. Ja, glaube ich, gehen wir dann noch einen Chocobo-Wald besuchen und dann gehen wir nach Travia. Allerdings nicht zum Garten, sondern zuerst mal eine kleine. Wieder einen Seitengewest anfangen und vielleicht auch ziemlich weit spielen. Und zwar hat der Seitengewest etwas mit Laguna zu tun. Allerdings kommen wir dazu wahrscheinlich heute nicht mehr. Wir müssen hier mal. Ah ja, ich weiß schon wieder, genau. Hier oben in der Wüste. Einfach gegen 0% ausrüsten und eine Zeit lang rumlaufen. Und damit die Warterei nicht ganz so lange wird, weil es kann einige Zeit dauern, bis die Begegnung stattfindet, werde ich kurz hier einen Schnitt machen, bis ich das Ding finde. Jawohl, und da ist es schon. Und zwar. Ja, was ist jetzt da eigentlich? Okay. Ah ja. Was zur Hölle soll denn das sein? Okay. Kein Wunder, wenn ihr verwirrt seid jetzt. Ich bin's auch. Ich bin's nicht wirklich ganz, weil ich eigentlich weiß, was passiert. Aber das ist ein Teil eines Sidequests, und zwar des UFO-Sidequests. Hört sich komisch an, ist auch so. Und den UFO-Sidequests muss man dem UFO in verschiedenen Teilen der Welt begegnen. Die Teile sind meistens ziemlich abgelegen und es sind ziemlich schlimme Monster dort. Deswegen ist Gegner 0% dort immer eine tolle Sache. So, was ich jetzt wollen würde, ich würde gerne wissen, wo der letzte Chocobo-Wald ist, den ich haben will. Ist der da hinten irgendwo? Ah, ich gehe mal kurz zum Garten und schaue dann nach. Ah, hier sind wir wieder beim Garten zurück und ich schaue kurz, wo der letzte Chocobo Forest ist. Ja, ich weiß schon. Und zwar ist er noch hinter der Bergkette hier. Ich habe die Abzweigung im Süden leider verpasst hier. Hier rechts, also wenn man vom Ufer zurückkommt, natürlich auf der linken Seite. Da rüber und hier, man sieht es noch nicht wirklich, aber hinter der Geländespitze da hinten ist der nächste Chocobo-Wald. Ja, viel gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Die Belohnungen für das Ufer-Sidequest sind auch nicht so toll. Die sind hauptsächlich nur lustig anzusehen. So. Nächster Chocobo-Wald. Der ist übrigens ziemlich schwer. Ich glaube, das ist der schwerste im Spiel. Okay, das ist mittlerweile der zweite Versuch, nachdem ich das erste Mal irgendwie verbockt habe. Folgendes: Das ist einer der schwersten Chocobo-Wälder. Und zwar, den ersten Spot weiß ich schon auswendig. Den habe ich schon oft genug. Der müsste irgendwo hier sein. Den habe ich schon oft genug ausgelöst. Der hat insgesamt Moment kurz, unmöglich noch so nah. Fünf verschiedene Gebiete, die man finden muss. Hier ist der nächste. Und das ist gar nicht so einfach. Den nächsten weiß ich auch auswendig. Der ist ziemlich einfach. Der ist nämlich dort, wo der zweite Chikopo gestanden ist. Also Baby Chocobo, hier nämlich. Und der dritte müsste hier sein. Das schauen wir uns aber genau an. Ja, hier irgendwo.
Ich hoffe, das ist richtig dieses Mal. Jawohl! Und jetzt fehlt nur mal ein Platz, und zwar das ist genau in der Mitte hier. Ah, ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen. Okay. Ich kann mich nicht bewegen, hallo? Ja, aber es war der richtige. Also hier wäre der letzte Platz gewesen, wo man hin muss. Oh, verdammt. Ah, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Ist gar nicht so einfach hier. Was wollen wir jetzt machen? Wo ist der... Oh, genau, den... Den, hier gibt es noch irgendwo einen Schatz. Hier gibt es noch einen Schatz und den wollen wir natürlich auch holen. Damit wir natürlich erstens im Quest weiterkommen und zweitens... Ja, wie auch immer. Juhu! Meteorstein! Ein Holistein und ein Ultimastein. Hey, wir haben schon zwei Ultimasteine, cool. Dieses Mal nehme ich den Chocobo nicht. Oh, dieses Mal nehme ich den Chocobo schon aus, weil der läuft ja schneller als ich. Dann können wir schneller zum Garten runter. So. Jawohl, genau. Jetzt sind wir quasi schon so weit, dass wir erstens mal aus dem Wald herauskommen. Und zweitens endlich den Zentra-Kontinent oder was auch immer das für ein Kontinent sein soll hier verlassen können. Wo muss ich? Ah ja, hier. Und jetzt geht's dann auf nach Trabia Garden. Nein, nicht nach Trabia Garden, sondern zuerst mal zum Trabia Kontinent. Hier mal absteigen. Und am schnellsten kommt man nach Trabia von hier, indem man einfach eine 180 Grad Kehrtwende macht. Ups, ich wollte nicht Gas geben, verdammt. Ich nehme mal aussteigen. Geht's hier? Ja, hier geht's irgendwo. Hier mal gepflegt ins Wasser hüpft. Dann um die kleine Insel hier noch rumfährt und dann einfach in den Süden fährt. Wo gehen wir jetzt am besten hin? Okay. Trabia ist der Kontinent oder der Kontinentteil, der hier im Norden ist, also genau vor uns jetzt. Wo müssen wir hin? Irgendwo hier können wir rauf oder so? Nein, wir müssen irgendwo. Wir müssen auf den Kontinent selbst, nicht auf die Insel, die vorgelagert ist. Glaube ich zumindest. Und dort gibt es noch zwei Chocobo Forests, bevor wir, oder Chocobo Wälder, bevor wir uns dem Laguna Sidequest widmen. So, ich hoffe, das ist jetzt hier. Ja, genau, hier müssen wir rauf. Und zwar, wo wir nächstes Mal hingehen, zeige ich euch auch gleich. Ich hoffe, ich finde das jetzt so schnell. Moment mal, hier nicht. Oh, egal, wenn ich nichts finde, dann zeige ich es nächstes Mal her. Da, es gibt nämlich auf Trabia so eine Art, hier müsste irgendwo sein, oder? Nein. Auf Trabia so eine Art Bergkette, die über die ganze Insel läuft und sie quasi in eine Nord- und Südhälfte teilt. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Irgendwo hier links müsste dann... Nein. Okay. Vielleicht noch etwas weiter fahren. Leider sieht man das hier schlecht, weil man... Nein, hier auch nicht. Oh, verdammt, ich kenne mich auf Trabia überhaupt nicht aus. Genauso wie auf Esther eigentlich. Aber hier ist der Garten. Ja, da wollen wir nicht, ja. Okay, ich schaue bis nächstes Mal nach, wo wir eigentlich hin müssen und... wie die nächsten zwei Chocobo Forests gehen und was wir nachher machen, sehen wir nächstes Mal bei Let's Play Final Fantasy 8. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.